So, back in Business hier. Ich habe jetzt mal wieder meine alte Config benutzt. Und wenn ich jetzt keinen Unterschied sehe mit der Reichweite oder Sichtweite, aber nun gut. Wer weiß, was da los ist. Also hier waren ja diese seltsamen Lurker, die ja bestimmt für irgendein Quest da sind. Rennt auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen besser. Ja, vielleicht konnte Gosek einfach nicht. Aber es ist ein bisschen besser. Sind halt immer diese Nachladeruckler. Wo ich mich einmal hier komplett gedreht habe, bevor ich aufgenommen habe. Damit er halt die Map reinladen kann. Ne? Ich weiß auch nicht, wie gut Gothic 3 optimiert ist für Arbeitsspeicher. Ich meine, ich habe 16 GB, sollte genug Platz sein. Und selbst mein VRAM wird nicht wirklich benutzt. Aber ist ja jetzt egal, läuft ja jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich denke einfach, Gothic hat generell Probleme mit großen Reichen oder Sichtweiten. So, komm mal hier ran. Ich bin nicht so weit latschen, Mann. So. Töte seltsamen Lurker. Hätte dann nebenbei meine Mission erfüllt. Was mal den Amulett des Eisenschutzes. Vielleicht, wenn man nach Nord mal geht. Aber aktuell nicht. So, ich finde hier einen Hirscher liegen. Hat bis jetzt ein Kannibal oder was? Ja, sowas wollen wir hier nicht haben. Methana ist ein friedliches kleines Ländchen. Königreich. Come on. Stimmt, wir erhalten ja jetzt auch Kirschgeweih. Naja, vielleicht erhalten wir auch Kirschgeweih, wer weiß. Und erstmal wieder die Wildschwein-Bande. Ja, komm mal her, Pumba, ey. Hakuna Matata. Wo kam ich jetzt eigentlich? Die kamen von hier unten, ne? Ach. Das ist da easy hier. Machen wir einfach mal ganz schnell. Mehr Rehe. Hirsche. Ja, es sind halt unter Fleischlieferanten, Mann. XP-Lieferanten und Geld-Lieferanten. So bleibt mal schön stehen. So, warum waren hier so viele Wildschweine? Hey, hier ist ja gar nichts. Man würde denken, die bewachen irgendwas wie die Patrouillen oder. Jetzt haben sie sogar schon Angst vor mir. Na gut, da ist noch ein Ripper. Das ist immerhin. Ich weiß nicht, Alter. Die Erkältung mit dem Ripper muss irgendwie in der Familie liegen. Ja, das meine ich, dass sie. Waffen einfach manchmal keinen Damage machen. Weil die mitten rein ins Gemüse sind.
Na komm, ich riskiere es jetzt einfach. So, die Pflanzen nehme ich auch noch mit. Jetzt gehen wir schon wieder ganz woanders hin, als wir eigentlich wollten. Das ist halt so verlockend, ne? Einfach hier irgendwo ins Gebüsch irgendwie zu spazieren und zu sehen, was da passiert. Ist nichts zu holen. Nichts zu holen? Waren wir hier schon? Nee. Da hab ich. Hä? Ich dachte, da steht ein Haus, Mann. Aber dann ein dummer Ast. Da ist nichts zu holen. Mit dem Tal, aber das ignoriere ich jetzt doch mal, weil wir sind hier noch immerhin Richtung Seen unterwegs, ne? An die Richtung passt ja. Hinten ist ein Lagerfeuer. Gucken wir gleich auch mal vorbei, was da los ist. Da steht sogar unten ein Typ. Ah, der will uns bestimmt hier irgendwie wieder dumm kommen. Okay, die Hirsche sind wirklich Kannibalen, ey. Kann mir doch keiner erzählen, dass sie da nicht die Familie auffressen. Diese Aasfresser, Mann. Würde mich nicht wundern, wenn der König hier irgendwie noch, oder die Orks, irgendwelche Chemikalien einsetzen. Damit die Tiere hier alle durchdrehen, ey. Was bist du denn wie einer? Wendel. Du siehst stark aus. Du kommst gerade recht. Wie ich sehe, hast du auch ordentlich was im Ärmel. Ich bin Randall. Ich bin Kämpfer und will mich den Rebellen anschließen. Ich war gerade auf dem Weg nach Okara, als ich über diese Mine gestolpert bin. Was hast du vor? Siehst du die Höhle da drüben? Da drin ist wohl die fetteste Mine, die ich je gesehen habe. Junge, da findest du alles. Gold, Eisen, Schwefel. Es gibt da nur ein kleines Problem. Was hast du für ein Problem? Die Mine ist voller Viecher. Deswegen ist da auch keiner, um die Mine zu plündern. Allerdings, mit vereinten Kräften könnten wir die Mine ausschlachten. Was meinst du? Mit vereinten Kräften, du meinst wohl wieder Egalene. Ja, was soll ich dazu meinen, ey? Eine Mine hört sich geil an. Da muss da bestimmt irgendwie Erz dran sein oder so. Wo ist dieses Okara? Nicht weit weg. Ein Stück weiter östlich von hier. Lass uns die Mine ausheben. Das wollte ich hören. Mach dich bereit und folge mir. Ich hoffe, das ist kein Hinterhalt, Mann. Wenn ja, hau ich dir die Rübe platt. Natürlich, mein Cola. Jetzt muss ich erstmal wieder nachladen. Komm, hau doch mal zu, ey. Ich glaube, so viel von seiner Waffe benutzen, Alter, hält er nicht. Überhaupt irgendwas? Ja. Die Höhlen sehen auch alle gleich aus, Mann. Was ist das denn, ey? Hätte hier Copy-Paste gemacht.
Okay, wundert mich, dass hier noch keine Mindcaller Krieger irgendwie vorbeispaziert sind. Ein Mist viel weniger. Ja. So, Wendel. Was haben wir denn hier? Eisenader. Endlich. Goldader. Ach, die sind auch noch aus dem Boden rausgestampft, ey. Level up. Wendel, kannst du mir mal bitte helfen? Wendel, Wendel! Guck nicht so doof, guck mal da. Hallo, Wendel? Der KI ist wieder wunderbar hier, ey. Dem ein Mist viel weniger. Eine reichhaltige Mine. Ruf in Okara. Na, habe ich zu viel versprochen? Schau dir bloß mal die dicken Goldbrocken an. Die Mine ist sauber. Du meinst, es leben keine Viecher mehr, die uns stören könnten? Sehr gut, Junge. Jetzt können wir ungestört die Mine ausnehmen. Hab ich vor, Mann. Hab ich vor. Man kann sogar schnell surfen, ja. Oh. Ja, hat sich doch schon mal gelohnt hier. Das besser surfen zu lernen, ne? Will man nochmal gucken, wie es aussieht. Ja, nicht viel anders als in Gothic 1 oder 2. Okay, wundert auch nicht, ey. So viel. Hallo? Sprache, Alter? Heute nicht, wahr? Nee, Mann. Nichts zu holen. Heute ist nichts mit Sprache, ey. Ja, da ist deutsche Sprache, da, schwere da ist Sprache, Mann. Ja, kommt dann daher, dass ich immer nur Englisch labere. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Nichts zu holen. Weil auf Twitch mache ich hier nämlich nur englische Sachen. Also englische Streams. Nicht, da ist nichts mehr zu. Da ist nichts zu holen. Aus demselben Grund, warum ich hier das hier gerade aufnehme. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet die ganze Zeit diese Animation haben, ey, vom Surfen. Das würde ja ewig dauern hier. Da ist so. Nichts mehr zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ob man das irgendwie einschmelzen kann und daraus irgendwas Nettes herstellen kann? Ich weiß, dass man aus Eisenerz irgendwie Waffen herstellen kann. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Zu schwer. Ja, schade, dass man nicht irgendwie Randall fragen kann, ob er hier nicht mal die Truhe öffnen kann. Das wäre doch mal irgendwie eine Neuerung, die man machen könnte. Zum Beispiel wie in Fallout 4. Kann man ja auch hier irgendwie Begleiter sagen, ey, mach mal hier die Kiste auf oder hack mal das Terminal. Also, die dürfte sauber sein. Ich muss arbeiten. Na gut, dann arbeite mal hier.
Gut, dann machen wir uns jetzt mal wirklich auf den Weg nach Sylen. Bevor wir jetzt hier das weiter Zeit verplempern. Ja, seht ihr, das wird ja wie die Objekte irgendwie erst rein spawnen. Obwohl es halt irgendwie alles auf hoch gestellt ist, man. Ja, Weitsicht ist halt wirklich nicht so. Ach komm, Alter. Schamanen. Nee, danke, Mann. Ich habe keinen Schutz vor Feuer und so. So, was bist du? Kann ich nicht lesen. So, da sind wir also jetzt mal in Sylen. Da müssen wir diesen einen Typen noch finden. Der scharfe Pfeile herstellen kann. Fischfass. Das ist bestimmt auch wieder irgendeine Quest, Mann. Also alles einsacken. Hier. Schleich hier nicht so rum. Mal die Backen, Mann. Mein Land, Mann. Das sind hier nichts zu melden. Schleichst herum wie ein Dieb. Du arbeitest hier als Fischer? Den ganzen Tag lang und Abend auch noch. Nachts bekomme ich dann vielleicht mal ein wenig Schlaf. Und sonst? Ich komme zu überhaupt nichts mehr. Verrenke mir die Knochen und weiß vor lauter Arbeit gar nicht wohin. Braucht ihr Hilfe? Die ganzen Fischfässer hier müssen zur Mühle gebracht werden. Jemand müsste die Fässer einsammeln und rüberschaffen. Na, was für ein Zufall. Wie viele Fässer sind das? Zeig mir deine Ware. Was hast du denn? Amulettabwehr, Klingen, Zerschmettern, Geschossen. Mhm. Ich kann natürlich auch irgendwie alle Rezepte irgendwie haben. Plus 5, plus 5, plus 5. Wieso ist das Amulett so teuer? Ja, die wollte ich ja behalten, die helle Bade. Auch schlechter. Ich hatte mir sogar überlegt, ob man nicht vielleicht sogar auf Armbrust geht. Nebenbei noch. Damit man irgendwie bessere Chancen hat. Weil die Armbrust dürfte ja mehr Damage machen. So. Schwarzer Rober. Beste Ware. Plus Ausdauer plus Mana. Dann haben wir das schon mal. Ja, ein bisschen sauber gemacht, unser Inventar. Gut. Goldausgleich. Bitte, danke. Gute Nacht. Hey, Fischer. Wenn ich hier klaue, dann werde ich bestimmt wieder angesprochen. Also werde ich das erstmal sein lassen. So. Hatten wir dann alle Fischfässer? Hey, wer bist du denn? Ich bin Hartlord. Ich bin oder besser war der hiesige Schiffsbauer. War? Ist was nicht okay? Schau dich doch mal um. Diese Drecksorks haben mein ganzes Geschäft kaputt gemacht. Zu allem Überfluss habe ich auch noch meine Werkzeuge verloren.
Du hast doch hier noch genug Werkzeuge rumliegen. Aber das ist nicht dasselbe. Schon mein Urgroßvater hat mit diesem Werkzeug gearbeitet. Verdammte Ruinen! Haben wir nicht diesen Hammer von den Typen gefunden? Beim Lurker? Was genau ist mit deinen Werkzeugen passiert? Also das war so. Ich bin raus, mein neues Boot testen. Auf einmal macht's Rums und das Boot war futsch. Konnte mich gerade noch so an Land retten. Und was hat das mit deinen Werkzeugen zu tun? Ich hatte sie bei mir. Wie gesagt, ich habe mein Boot getestet. Da waren zwei Viecher, die mich beinahe zerfleischt hätten. Hab sie mit den Werkzeugen beworfen. Hatte gerade noch so Glück. Erzähl mir von diesen Kreaturen. Der eine war ein Lurker. Widerliche Biester. Nimm dich vor ihren Klauen in Acht. Und das andere Vieh? Das war ein Varan. Mann, hatte ich Glück, dass ich meine Werkzeuge dabei hatte. Hab's ihnen direkt ins Maul geworfen. Und nun stehe ich da, so ohne nix. Hab leider genug zu tun mit meinem neuen Boot, sonst würde ich denen mal ordentlich... Was? Schon klar. Ein wenig feige, was? Ich bin halt ein Bootsbauer und kein Schwertschwinger. Wäre ich Krieger, würde ich in der Arena kämpfen. Wie stehst du zu den Orks? Scheiß Bande. Aber denen zeigt's mal jemand. Aber ich sollte nicht zu laut reden. Ich lasse sie in Ruhe und sie mich. Nur die Nachfrage nach Booten ist nicht mehr da. Die Orks lassen keinen Schiffsbau für große Sachen mehr zu. Warum? Woher soll ich das wissen? Dein Großvater. Ja, das war noch ein Haudegen. Kam von den südlichen Inseln. Hat sich hier niedergelassen und die Kunst des Schiffsbaus hierher gebracht. Er hatte das Werkzeug von den südlichen Inseln. Damit geht alles richtig gut von der Hand. Hey, der Opa weiß wohl, was richtig gut in der Hand liegt, Mann. Bisschen hier Vaseline und so. Welche Ruinen? Sag mal, bist du blind? Ja. Guck mal da zum See. Diese riesigen Mauerreste. War mal eine alte Burg der Paladine. Dann hat irgendwer in Trelis den Fluss zum Meer gestaut. Bestimmt so ein paar verrückte Magier. Und schwupp, weg war die Burg. Mann, haben wir gelacht, als auf einmal die Blecheimer aus dem neuen See krochen. Und nun sind die Überreste der Burg gefährliche Bootsschlitzer. Die Ruinen haben schon so manche Boote zum Versinken gebracht. Es ist der See doch irgendwie von Menschen gemacht. Trelis? Wo ist das? Ist so eine Burg weiter im Süden. Lauf den See entlang Richtung Süden und dann einfach dem Fluss folgen. Kannst du gar nicht verfehlen. Was wurde aus den Paladinen? Die waren mächtig sauer. Der König hat ihnen dann die Burg bei Gotha gestellt. Keine Ahnung, was aus ihnen wurde. Wo finde ich Gotha? Okay, das wird ein wenig komplizierter. Geh nach Süden, wie als wenn du nach Trelis willst. Okay. Kurz vor Trelis ist eine Abzweigung nach Montera. An Montera vorbei Richtung Norden. Auf dem Weg. Interessant. Solltest du nicht verfehlen. Okay. Okay, ich bring dir die Werkzeuge. Okay. Super. Gib Bescheid, wenn du sie hast. Was krieg ich dafür? Ich denke, ich habe noch wohl ein paar Goldstücke. Wo finde ich das Zeug? Gute Frage. Ich würde um den See herumsuchen. Die zwei Biester, die mich angegriffen haben, sollten dort noch herumlungern. Ich hoffe, sie verrecken an meinen Werkzeugen. Ich habe deinen Hammer gefunden. Hey, toll, danke. Fehlt nur noch die Säge. Bekomme ich schon was? Hohoho, immer langsam. Erst die Säge, dann das Gold. Na komm, ey. So. Hey du, was schleichst du hier rum? Steck die Waffe weg! Ja, verschwinde! Gute Entscheidung! Bist du ein Fischer? Was soll man zu sagen? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Anscheinend nicht. So. Was will der eigentlich mit einer Ork-Waffe? Ja, du. Du brauchst ihn nicht, Mann. Du hast eigentlich einen Ork, ey. Nur ein scheiß Fischer sein, aber den dicke Eier haben, weißt du? Jetzt erstmal hier die Fässer finden, bevor ich mit weiteren Leuten mit den Orks quatsche. Bist du wie einer? Stan. Hey du, was schleichst du hier rum? Mann, ist doch mein Problem, Mann. Misch da ich da immer ein. Wie geht's? Miserabel. Was stimmt mit dir nicht?
Fisch, Fisch, immer nur Fisch. Ich kann diese stinkenden Dinger nicht mehr sehen. Wie läuft das Fischgeschäft? Anstrengend. Wir fischen hier wie die Bekloppten. Ständig kommen Karawanen und holen die Biester ab. Wir kommen kaum hinterher. Hast du irgendwas Interessantes in deiner Bude? Nee. Ja, bist du auch nur so ein Fischermann. Ein armer kleiner Fischer. Hier kann man da bestimmt irgendwie rauf. So, waren das jetzt alle Fischfässer oder? Oder wie? Ja, hallo, hallo Sound. Was machst du hier? Ich bin hier der Lagerwart. Mein Name ist Gilles. Ich stelle die Waren zusammen, die mit den Karawanen in die umliegenden Städte geliefert werden. Wo ist meine Waffe? Wirklich jetzt? Ich habe meine Waffe jetzt verkauft? Der Spielmann. Was wird hier gelagert? Brennholz, Fisch und Felle. Silden versorgt die ganze Umgebung damit. Brauchst du noch was? Wenn du abreisefertige Güter findest, dann bring sie mir. Wenn die nächste Karawane kommt, muss ich gerüstet sein. Ist das hier eine Mühle? Es war mal eine. Doch seit die Orks hier sind, wird sie als Lagerhalle genutzt. Fällt gar nicht auf. Ich besorg dir Felle. Dann geh zu den Jägern draußen im Norden. Sie sind mit ihrer Lieferung der 8 Kisten schon überfällig. Wo bekomme ich Brennholz für dich? Die Sklaven im Gefangenenlager liefern mir das Holz. Sie müssten mittlerweile an die 10 reisefertige Stapel davon gemacht haben. Es gibt Fisch. Ah, die Fischfässer. Sehr gut. Hier dein Lohn, Fremder. Zeig mir deine Ware. Da muss ich mir gleich erstmal eine neue Waffe besorgen. Es gibt so keine andere Rüstung als Lederkluft für einen Jäger. Für einen Typen, der einfach nur hier spazieren will, man. So. Er hat von irgendwelchen Jäger im Norden gesprochen. Heißt. Da? Am besten du hältst dich da raus. Was ist los, Morra? Müde? Was ist los? Was willst du? Hast du nichts zu tun? Ich bin Wache. Aber meine Hellebarde ist verschwunden. Ohne Hellebarde keine Wache. So einfach ist das. Hier ist deine Hellebarde. Ich habe sie bei den Fischern gefunden. Ja, danke. Dann haben die Fischer sie wohl geklaut. Du hast die Hellebarde selbst bei den Fischern versteckt. Was? Du bist ein faules Schwein und drückst dich vor der Arbeit. Ich soll dir wohl die Fresse polieren. Tja, dann muss ich wohl Meldung machen. Ach, na gut. Sag, was du verlangst. Erpressung ist immer gut, Mann. Auf dem richtigen Leben. Hier hast du. Mehr habe ich nicht. 300 ist ja nicht sehr viel, Mann. Lad mal hier nach, komm. Dann werde ich hier mal gucken nach den Jägern. Die hier irgendwo so sein müssen. Ich da hinten im Gebäude. Da hat er gesagt im Norden. Und da es hier im Norden ist. Ja, zumindest irgendwie da. Das mit der Waffe ärgert mich jetzt aber schon wieder.
gehen wir erstmal dahin und dann zum anderen Haus da hoch. Lurker, Lurker, meine Fresse, Alter. Da will man einmal nicht kämpfen, ey. Immerhin konnte die andere Sippe da hinten nicht angerennt, man. So, ich werde jetzt aber erstmal pennen gehen, weil mich der Regen ein bisschen nerven tut. Ah, hier ist der. Der Typ, der mir helfen kann, scharfe Pfeile herzustellen. Was weißt du über Silden? Silden wird die Stadt der Jäger genannt. Damals lebten viele Jäger in Silden. Doch als die Orks kamen, mussten wir die Stadt räumen. Jetzt leben nur noch wenige von uns hier draußen in den Bergen. Und was jagst du? Wölfe. Nur Wölfe. Die Biester sind zwar sehr gefährlich, jedoch bringt ihr Fell einen guten Preis. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du schon ein wenig jagen kannst, kann ich es dir richtig beibringen. Lass uns Wölfe jagen. Lass uns Wölfe jagen. Na dann, mal sehen, was du drauf hast. Folge mir. Ich weiß, wo es besonders schöne Wölfe gibt. Jage die Silberwölfe mit Bram. Das machen wir beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal.